In der aktuellen Niedrigzinsphase werden Aktieninvestments ganz gern als alternativlos bezeichnet. Das liegt insbesondere daran, dass Aktien eine ganz ordentliche Dividendenrendite abwerfen, die sich im Vergleich zu Bundesanleihen durchaus sehen lassen kann. Allerdings beinhalten Aktieninvestments natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Was Anleger in der aktuellen Situation machen könnten, genau das wollen wir heute besprechen mit Thomas Wüst von der Wallerwest Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart. Herr Wüst, wie können Anleger beides haben? Das heißt, einen gewissen Risikopuffer, aber gleichzeitig auch die durchaus attraktive Dividendenrendite. Genau. Anleger, die das aktuelle Risiko eines Direktinvestments in Aktien scheuen, aber das notwendige Risikobewusstsein dafür mitbringen, können über Discount-Zertifikate sich auch ähnliche Renditen zugänglich machen. In Bezug auf den DAX bedeutet es zum Beispiel derzeitig Risikopuffer von 20% für eine Rendite von 3% per annum auf Jahressicht. In Zahlen ausgedrückt 10.900 Punkte der aktuelle DAX-Stand bei einem Discount-Zertifikat mit einem Cap von 9.000 Punkte und der Laufzeit bis Ende 2016 habe ich einen Einstand von 8.700 Punkte umgerechnet. Das heißt, der DAX kann bis Jahresende 2016 bis 9.000 Punkte fallen und ich mache dennoch die Dividendenrendite in Anführungszeichen von 3%. Worauf sollten Anleger beim Kauf derartiger Discount-Zertifikate achten? Ja, wie ich eingangs jetzt am Beispiel DAX dargestellt habe, kommt der Auswahl des Basiswertes natürlich die entscheidende Bedeutung zu. Es gibt Discount-Zertifikate auf Einzelaktien, aber auch auf Aktienindizes. Hier ist sicherlich wichtig für einen Anleger, in das Produktinformationsblatt des jeweiligen Emittenten hineinzuschauen, um sich über die konkreten Ausstattungsmerkmale, aber auch über die produktinternen Kosten zu informieren. Aus aktuellem Anlass möchte ich auf zwei besondere Punkte bei Discount-Zertifikaten hinweisen. Wir haben einen wichtigen Effekt bei Discount-Zertifikaten im Hinblick auf die Dividendenerwartungen. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, woran man das sehr schön sehen kann. So hat die Deutsche Bank vor kurzem am 7.10. etwas überraschend mitgeteilt, dass die Dividende gekürzt bzw. sogar ganz gestrichen wird. Darunter hat die Aktie gelitten. Der Aktienkurs ging nach unten. Gleichzeitig ist aber der Kurs eines Discount-Zertifikats dagegen gestiegen, was daran liegt, dass eben man als Discount-Zertifikate-Inhaber nicht in den Genuss der Dividende kommt, somit Dividendenzahlung immer gegen einen arbeiten, weil sie ja den Aktienkurs in Richtung meines Caps bringen und somit sind rückläufige Dividendenerwartungen immer positiv für den Kursverlauf eines Discount-Zertifikates, wie man in dem Beispiel hier sehr schön sieht. Der Effekt gilt allerdings auch umgekehrt, das heißt erhöhte Dividendenerwartungen führen zu einem leichten Kursrückgang des Discount-Zertifikats während der Laufzeit. Der zweite Punkt, auf den man aktuell hinweisen sollte, ist, dass Discount-Zertifikate Schuldverschreibungen sind, die von Banken bzw. Emittenten ausgegeben werden. Und deshalb sollte man als Anleger dringend auf die Streuung des Emittentenrisikos achten. Sie haben es nun am Rande bereits anklingen lassen. Es gibt nicht nur ein Kursrisiko, sondern spätestens seit Lehman wissen viele Anleger, es gibt auch ein Emittentenrisiko. Wie können Anleger damit umgehen? Ja, das Emittentenrisiko hat sich auch aktuell sogar verschärft durch ein neues Gesetz, beziehungsweise durch zwei neue Gesetze, die von denen eines jetzt am 24.09. den Bundestag in letzter Lesung passiert hat, das Abwicklungsmechanismusgesetz. Hier werden Bankschuldverschreibungen quasi nachrangig gegenüber anderen Verbindlichkeiten der Bank deklariert und haften im Falle eines Bailouts in einer Bankeninsolvenz mit. Es kommt also zum Bail-in dieser Schuldverschreibungen. Somit muss man natürlich als Anleger nun besonders vorsichtig sein und auf die Emittentenbonität achten bei der Auswahl auch der Discount-Zertifikate. Diese genießen zwar eine privilegierte Stellung gegenüber Bankschuldverschreibungen ungedeckter Natur mit variabel oder fester Zinszahlung. Dennoch werden sie im Fall einer Bankeninsolvenz mit zum Bail-in herangezogen. Und diese Verschärfung des Bankeninsolvenzrechts bringt es natürlich mit, dass ich als Anleger dringend darauf achten sollte, das Emittentenrisiko möglichst breit zu streuen. Maximal 10% pro Emittent im Portfolio ist so die Obergrenze. Nun lief es in den vergangenen Wochen am deutschen Aktienmarkt eigentlich ganz ordentlich. In welchen Marktphasen sind denn Discount-Zertifikate besonders interessant? Genau, gerade in Phasen erhöhter Volatilität
bieten Discount-Zertifikate, interessante Konditionen. Wir haben nun ein Jahr vor uns, in dem wir sehen, dass die Divergenzen der Notenbankpolitik jenseits des Atlantiks und von der EZB, also zwischen USA und Europa, zunehmen werden. Wir werden in den USA vermutlich eine restriktivere Geldpolitik sehen, während die EZB eventuell sogar noch mal expansiver wird. Das könnte schon dazu führen, dass es immer wieder zu erhöhten Volatilitätsniveaus kommt. Und das können Anleger, die sich hier auf die Lauer legen, auch ausnutzen, um sich mit Discount-Zertifikaten dann immer wieder zu positionieren. Man sollte hier auch darauf achten, zum Beispiel über den Volatilitäts-DAX, wie sich die Volatilitätsniveaus verändern. Oder man kann auch auf Einzeltitelebene über die gängigen Internetportale sich die Volatilitäten der Einzelwerte anschauen. Schlussendlich Ihr Rat an Privatanleger: Wie viel Discount-Zertifikate brauche ich im Depot? Ja, hängt immer vom individuellen Aktienanteil eines Anlegers ab. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass mein Discount-Zertifikateanteil nicht größer wird als der Aktienanteil, den ich maximal im Portfolio haben möchte. Kurz gesagt, ich muss Discount-Zertifikate also genauso einbringen im Portfolio wie Aktien. Ich muss sie also genau gleich bewerten vom Kursrisiko her, weil ich eben im Falle eines starken Aktienkursrückgangs eben auch zum Aktionär werden kann. Deshalb muss ich sie gleich bewerten wie Aktien. Und ich muss natürlich bei der Gewichtung des Discount-Zertifikate-Anteils darauf achten, dass ich in Hossephasen mich mit einer deutlich geringeren Rendite zufrieden geben muss, als ich es mit direkten Aktienengagements erhalten kann. Somit muss ich mich dann eben auch mit niedrigeren Renditen für den Discount-Zertifikate-Anteil begnügen. Eine aktuelle Einschätzung von Thomas Wüst, Valor West Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.